Ich glaube wieder ganz unten, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Machen wir das mal zu. Jetzt läuft er. So, jetzt sind wir online. Ja, großartig. Ich verstehe es nicht. Ja, also für alle die, die uns bisher nicht sehen konnten, herzlich willkommen zu den letzten... wie viele Stunden haben wir noch? 5 Stunden, 20 Minuten, 18. Mein Name ist Lutz Enger, an meiner Seite Max Pelka. Und hi. Hi. Hi Max. Hallo Lutz. Genau, wir hatten hier jede Menge Spaß und wir würden es sehr bedauerlich finden, wenn das alles nicht zu sehen gewesen wäre bisher. Aber offensichtlich war das so, weil wir haben es auch nicht gesehen. Wir konnten nichts sehen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja noch 5 Stunden, 17 Minuten. Allerdings die Gewähr, dass wir die auch in voller Länge übertragen, ist nicht gegeben. Und wir haben so ein bisschen... Er hat nur das Bild. Ja, was willst du denn noch? Moment mal. Aber wir haben hier den schon drin, ne? Den Simmeres TV. Ja, selbstverständlich. Also. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob hier einer schlägt auch was aus. Also natürlich hört er uns. Also. Gut, egal. Also im Zweifel muss man die Lautsprecher anmachen. Ja. Also, genau. Ne? So, dann gehen wir doch mal einfach das ganze Spiel von vorne durch und gehen mal auf die Position 1. Ich hoffe, dass hier sind wir richtig. Ja, Markus Bärt. Genau. Ja. Diese blöde Einblendung da oben, dieser Riesenbanner für irgendwelche Ampeln und Zeit, der nimmt mir da die Sicht. Genau. Marius Bärt für 3Ride Motorsport führt die Gesamtwertung an, sprich auch die LMP-Klasse logischerweise. Auf der Position 2 haben wir dann das Team von Vortex Motorsports mit Dennis Fuhrheim. Und auf der 3 haben wir das Team GRL XF Racing mit Peter Grau am Steuer. Eigentlich alles so wie immer, so wie wir uns das aus den letzten Jahren... Eigentlich müsste man gar nichts kommentieren. Nein, ja, so ist wunderbar. Es nicht. Nein, so ist das nicht. Okay. Genau, in den letzten 2 Jahren sah das alles ein bisschen anders aus. Da war das nicht ganz so deutsch dominiert. Auf der Position, Gesamtposition 15, wenn ich das hier richtig sehe. Da haben wir ihn. Da haben wir den Dennis Kiesling, nämlich auch Vortex, und zwar das GT-Team. Auf der Position 1 der GT-Klasse und WOD Multigaming, sind die da direkt dahinter? Ey, alter Verwalter, das hätten wir jetzt beinahe, nur gut, dass der Stream nicht lief, sonst hätten wir das gar nicht gesehen hier. Das ist der Kampf um Platz 1 in der GT-Klasse. Ja, die sind sich aber auch schon länger jetzt so nah, sag ich mal. So nah? Ja, jetzt so nah vielleicht nicht die ganze Zeit, aber... Die sind auf jeden Fall schon die ganze Zeit da, ein bisschen abseits vom Rest, sag ich mal. Ich glaube, der Ding hat jetzt 12 Sekunden Rückstand ungefähr, aber die beiden, die geben sich schon die ganze Zeit, ja. Das ist ja ganz großartig. Schön, dass du das wusstest. Wir hatten es ja vorhin auch im Bild, sag ich mal. Ne? Ach was, echt? Ja doch, ja. Ist jetzt nicht so, dass wir die das erste Mal haben heute. Echt? Ja. So, das war jetzt doof, weil... So, welche Nummer war das jetzt? 19. Nee, das ist auch blöd.
Also wenn man das jetzt ausmacht, dann... Aha, guck mal! Ja, so sieht das aus, wie im echten Rennen. Das heißt, die Autos bewegen sich gar nicht, sondern die Straße wird unter den Autos durchgezogen. Genau. Aber verdammt schnell, muss ich sagen. Ja, ja. Es ist schon ordentlich Tempo drauf. Und da gab es Berührung. Und ja, die machen hier, die haben echt Spaß, die zwei. Wer ist denn der Dritte hier dahinter? Das ist doch nicht etwa wirklich der Dritte, oder? Na, das nee, dürfte eigentlich nicht ganz hinhauen, nee, vom nee, Abstand her. Nicht hin. Nee, nee. Aber wir haben auch auf Platz 5 und 6 in der GT-Wertung zwischen Team OGC und Texas Quattro Corsa einen ähnlich engen Zweikampf. Ich kann es nicht erkennen, wer das ist. Ja, aber das ist schön zu sehen. Also ich meine, die GT-Klasse oder die GT-Klassen, wir sagen ja auch schon Rennen mit mehreren GT-Klassen, waren immer ein Garant dafür, dass es spannend blieb im Rennen. Oft mal über die ganzen 24 Stunden weg. Und ich glaube, die GT... Boah, jetzt aber hier, hallo! Mit dem GT außenrum. Der Herr Pagonia hat hier aber irgendwie ein bisschen das falsche Müsli erwischt heute früh. Oh, ganz vorne haben wir jetzt Boxenstopps bei den ersten dreien. Peter Grauder, der Einzige, wohl der weitergefahren ist jetzt erstmal. Ja. Die anderen drei sind alle in der Box. Nach Runde 15 ist dann auch, ja, so Standarddistanz, sag ich mal. Ja, naja, das muss man noch anpassen, weil in der Realität fahren die nach Runde 12 rein. Habe ich heute gelernt, als fleißiger Zuschauer des Livestreams. So, ich muss jetzt mal eben schauen hier. Und du schauen. Was mich eben verwundert hat, war, dass der Livestream so schnell zu sehen war. Aber er zeigt nach wie vor nur einen Zuschauer an. Also ich halte das mal für ein Gerücht, diese Anzeige. Ich glaube, ich werde die dann auch wieder rausnehmen aus dem Player, weil das ist ja peinlich. Ja, nun, ich meine, stell dir mal vor, du machst hier einen Riesenwirbel, 24-Stunden-Rennen, 10 Jahre, der erste, der jemals 24-Stunden-Rennen veranstaltet hat, und da guckt da ein Mensch zu. Das ist schon ein bisschen komisch dann. Und die, vor allem die jungen Menschen, die Alten misstrauen ja solchen Anzeigen grundsätzlich, weil das früher in der analogen Welt auch nicht funktioniert hat. Aber so die jungen Menschen, die glauben das ja, was da steht. So, warte mal, hier war noch irgendeine Einblendung. Da konnte man die Abstände einblenden. Müssten wir jetzt mal rauskriegen. Was ist das? Genau. Und dann, ah nee, hier unter Witches. Oh, da kommt. Ah, jetzt ist er schon da, der Gap. Welche Abstände möchtest du denn haben? Ja, die da jetzt angezeigt werden. Ich meine, wir können sie nicht lesen, aber unsere Zuschauer, für die ist das doch ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also für unseren Zuschauer. Der eine einzige Arme. Ja. Ne? Genau. Ich glaube, ich muss mir mal eben was zu trinken besorgen, irgendwie. Das ist gerade. Das ist eine trockene Veranstaltung hier, ne? Nee, es ist langweilig. Achso. Ja, hol dir mal lieber was zu trinken, bevor du nachher noch an anderen Sachen rumspielst. Hallo? Hallo. Mal, Herr Becker, das war jetzt mal ein fürs Schwein, ey. Ja, aber das ist noch vor 11. Hallo? So. Ja. Also Beschwerden bitte an Lutz Enger, Adresse steht im Forum, ne? Ja, super.
ja. Idee. Ich mach mal eben das Mikro aus. Du bist jetzt hier der Verwalter. Ja, ich verwalte. Wir schauen einfach mal hier so ein bisschen ins weite Rund, sag ich immer. Ja. Ich schaue auch die ganze Zeit aufs Tableau, ob ich irgendwo noch schon ein paar schöne Zweikämpfe finde, aber ich muss gestehen, bis auf diesen hier, also noch viel enger als die beiden GTs, haben wir es gerade nicht so wirklich. Jetzt sehe ich gerade Peter Grau vorne an der Spitze, macht jetzt auch seinen Boxenstopp. Also eine Runde später als seine jetzt Verfolger. Ja, Marius Bert übernimmt dadurch wieder die Führung. Und so wie es aussieht, wird der Peter dadurch jetzt auf die 4 zurückfallen. Schauen wir mal ganz kurz, wo der gleich wieder rauskommt, der Peter. Da ist er noch in der Box. Jetzt müsste gleich irgendwo da hinten Dennis Jordan auftauchen, der immerhin schon auf der 3 ist. Und Dennis Fuhrheim ist direkt dahinter. Und wie wir sehen, die gehen beide durch. Jawohl, also Peter Grau fällt auf die 4 zurück. Oder auf die 5. Wer ist denn da noch durchgerutscht? Habe ich jetzt so schnell nicht erkannt. Klaus Karke ist das gewesen. Der ist jetzt neuer Vierter. Peter Grau sortiert sich auf der 5 ein. Ja, aber so Platz 2 bis 5 sind jetzt so innerhalb von 6 Sekunden. Also das ist auf jeden Fall eine schöne, spannende Angelegenheit hier vorne. Marius Bert mittlerweile schon 34 Sekunden vor diesem Verfolgergrüppchen. Und das nach 16 Runden. Also der Marius, der legt hier auf jeden Fall ein ordentliches Tempo hin. Und ich würde sagen, jetzt bleiben wir einfach auch mal eine halbe Runde hier beim Peter dabei und schauen mal, ob er da gleich wieder den Anschluss finden kann. Währenddessen auch in der GT-Klasse jetzt der ein oder andere Boxenstopp gerade im Gange ist. LF2 Motorsports, Satellite Racing und Team RGPL unter anderem jetzt gerade in der Box. Ja, das ist dann für die Jungs nach Runde 13. So, jetzt schenke ich mir gerade auch noch mal eben einen ein. So. Da haben wir mal eine Wiederholung. Ich bin mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Eduardo Garcia, ja, der nimmt hier die weite Linie und da hinten der Aston Martin hat, glaube ich, keinen Heckflügel mehr, so wie es aussieht auf den ersten Blick. Auch nicht mehr ganz rund um die Kurve gekommen. Also immer wieder so kleinere Zwischenfälle, aber ist ja auch irgendwo völlig normal, kennen wir ja nicht anders. Oh, und Peter Grau macht jetzt eine Position gut gegen Dennis Fuhrheim. Der hat jetzt hier gerade in der Indianapolis, beziehungsweise kurz danach, irgendwo einen kleinen Fehler eingebaut. Schauen wir uns jetzt auch nochmal in der Wiederholung an. Ja, oder auch nicht. Das ist irgendwie schon zu spät. Ja, manchmal, ne, man versucht ja, aber irgendwie will er nicht. Nee, also Plug-in läuft nicht so tausendprozentig, sag ich mal. Aber gut, wir haben ja noch den Schluss gesehen, ja, so quasi. Also Dennis Fuhrheim hat den Peter durchgelassen, ja. Ja, auf seine eigene Art und Weise. Genau, ich habe mir dann mal ein Zettelchen mit Notizen, also da muss mal irgendeiner dann, der Jörg Vogel hat sich wohl irgendwie mit diesem Plug-in befasst, also das kann man mit Sicherheit einstellen. Oder es wird auch das R-Faktor, was in R-Faktor eingestellt ist. Ich weiß, standardmäßig sind da 30 Sekunden, glaube ich, eingestellt oder sowas. Also zumindest war es so in R-Faktor 1 und das kann man, glaube ich, ändern. Ich hatte das immer auf 45. Ja. Vermutlich kann man dann auch noch zurückspulen. Das müsste auch gehen. Ich habe nur festgestellt, dass die Tasten anders belegt sind. Also die Pfeiltasten nach links und rechts. Früher war nach rechts nach vorne spulen und links war zurückspulen. Jetzt ist es genau umgekehrt.
der hat schon wieder kein Video. Mach mich nicht wahnsinnig. Was denn? Doch, doch, läuft. So. Ja, der Luis Sola sagt mir, er hat kein Bild. Also, vielleicht soll er sich mit Batz, wenn er Ton hat, kann er zu Thomas Batzke gehen. Dann können die sich austauschen. Ja, genau. Ja. Mal jetzt wüsste, woran das jetzt liegt, warum der eine es sieht und der andere nicht. Weil bei dir war es ja vorhin auch so, da lief es definitiv und konntest es nicht sehen. Ja, das ist ja mal witzig. Aber was soll's. Ich sehe das schon, wir haben, ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, was ihr letztes Jahr gemacht habt, aber ich glaube, ich hatte noch nie so viele Parts von einem 24-Stunden-Rennen wie der Livestream von euch letztes Jahr. Ich glaube, das waren 12 oder 13 oder so. Ja, wir haben, glaube ich, alle 2 Stunden Pause gemacht, dann für 2 Stunden und dann haben wir es nein. Nee, das muss man nicht mehr. Man kriegt ja jetzt oben im in diesem XSplit-Tool angezeigt, wie groß die Aufzeichnungsdatei gerade ist. Und muss man halt dann mit dem TeamViewer mal aufgucken. Aber dann sieht man das. Und so bis 4,9, also über 5 GB sollte es nicht werden, aber dann geht das schon. Und wir haben jetzt hier momentan, der HD-Livestream unterscheidet sich eigentlich lediglich in der Bitrate. Der hat 4 Megabit, während der 720p hat nur, in Anführungszeichen, 3 Megabit. So, Dex Gold. Haben auch unser Geld verdient. Müsstest du das jetzt einmal laut sagen, ja? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die zugehört haben, mir jetzt einen Scheck schicken. Das glaube ich nicht. Jetzt sei doch nicht immer so pessimistisch. Ja gut, dann nicht. Ja, ich meine, man kann auch Lotto spielen. Ja, kann man, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist in etwa genauso groß. Aber immerhin. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Geld muss man verdienen. Das bekommt man nicht geschenkt. Aber gut. Ausnahmen gibt es ja für alles. So. Ja. Wo haben wir es denn noch so ein bisschen? Ach, die sind in der Box, deswegen sind die so echt so eng beieinander. Ja, aber jetzt hier 2, 3, 4, ne? Ja, 3, also 3 und 4 zumindest. Also die. Ja, nee, 2 und 3, genau. Und auch die 4. Ach, die hast du. Ich dachte ja. Jetzt, weil da der GT dazwischen mangelbar. Alles im Griff.
Stefan, kannst du mir mal bitte einen Kaffee holen? Achso, der ist ja in Arnsburg. Scheiße, das ist ja viel zu weit weg. Ja, bis dahin ist die Plörre kalt. Naja, wenn er Gas gibt, also dann könnte der noch ankommen hier. Stefan und Gas geben. Hallo, das sind zwei Dinge, die nicht... Ne? Ja, das stimmt. Also. Also zumindest, wenn es um körperliche Bewegung geht, ja. Ja. Deswegen ist er auch Koch geworden. Ich bin ziemlich überzeugt, sein rechter Arm wird sehr muskulös sein, während der Rest... Okay, ich hoffe dann auch wirklich vom Kochen. Naja. Das hast jetzt du gesagt. Ja, einer muss es ja sagen. Sind wir doch so wie, ne, also. Ja, es gibt ja so eine Karikatur, ja. Nichts genau. Zu verheimlichen hier. Ja, ja. Nichts zu verheimlichen. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Ja, nein, also das ist hier ganz ernsthafter Motorsport. Ja, wir hier vor allem müssen wir jetzt noch ein bisschen was raushauen, weil nächste Woche wollen wir seriös wirken, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ach komm, so jetzt daher. Übertreib nicht. Ich ja. glaube, der einzige Grund, warum hier überhaupt einer zuguckt, ist, weil wir so einen Scheiße labern. Guckt denn auch wirklich immer noch einer zu, oder bist du da? Ich weiß es ja nicht. Nee, ich habe Maus tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja. Ist immer noch so? Nee, jetzt haben wir zwei. Ja, guck an. Wir beide gucken jetzt gemeinsam. Ja, und Thomas okay. Batz gehört nur. Habe ich ja, ja genau. Ne? Der zählt Thomas ja auch noch irgendwo mit. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Louis ist. Also ich werde mir morgen mal die Logfiles angucken bei Dailymotion, was die dazu sagen. Also das kann ja nur überhaupt gar nicht sein. Also dann werde ich dem Oleg mal eine Mail schreiben. Was das denn für ein Scheiß ist. So. Ja, Peter Grau immer noch in der Verfolgung von Klaus Karg, der jetzt hier Glück hat. Ja, wenn Michael Reiter vorbeikommt, während Peter Grau sich nochmal anstellen muss, also hinten anstellen. Und dadurch jetzt hier schon wieder, ja, gefühlt so anderthalb Sekunden vielleicht verliert auf den Klaus. Und seinerseits holt der Dennis Jordan dadurch jetzt natürlich auch wieder Zeit auf. Also die drei hier, die werden uns noch beschäftigen, da bin ich mir sicher. Aber auch dahinter auf Platz 5 und 6, wenn ich das richtig sehe, haben wir ein... Ne, der fährt ziemlich alleine hier, der José. Wollte, glaube ich, doch einen weiter nach hinten, ne? Stefan Denecke gegen Angenis Riera hatten wir vorhin auch schon mal. Die sind auch noch schön nah beieinander. Hier die ganzen Porsches fahren aber auch noch mit dem Standard-Skin rum. Ne? Da fehlen noch so einige, glaube ich. Ja, ja, da fehlen noch einige. Ja, hoffe ich mal, dass das bis nächste Woche alles noch klappt. Die ganzen bunten Autos gehören natürlich auch wieder mit dazu, zu der ganzen Geschichte hier. Sieht auch deutlich besser aus, ja. Oh, hier ganz später Bremspunkt. Aber wie man sieht, da hat er direkt mal zwei, drei Wagenlängen zufahren können. Während jetzt hier der Agenis einen Porsche überrunden kann. Das war gar nicht der Stefan, okay. Hat Peter Grau vorne auch immer noch den Klaus vor sich. Und Dennis Jordan auf der 4, der hängt jetzt auch direkt mit hinten dran. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal hier bei dem Dreiergrüppchen. Das verspricht mir jetzt einiges. Da geht es im Moment um Gesamtposition 2. Ja, und völlig entspannt an der Spitze weiterhin Marius Baird. Der hat mittlerweile 55 Sekunden Vorsprung und das nach gerade mal 20 Runden.
Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es echt nicht, warum die... Wird nicht übertragen oder was? Doch, aber die haben alle Probleme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es wirklich mit der Bitrate. Ist die Bitrate zu hoch? Wobei, ich habe hier so ein scheiß Internet und ich kann es sehen. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Also was ich jetzt tatsächlich mal gucke oder mal gucken möchte, ist... mal schauen, ob das jetzt hier geht. Mal das R-Faktor-Fenster kurz minimieren. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen... Nee, da ist es nicht. Scheiße, wo speichert denn der das Video hin? Ich hoffe nicht auf C, weil da haben wir nicht bald keinen Platz mehr. Ja. Naja gut, 9 GB sind da noch frei. Ich möchte beinahe, das liegt da. Recordings. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Max. Der spielt die jetzt nicht ab, oder? Ich mach das mal lieber zu, bevor hier irgendein Blödsinn passiert. Ach nee. So, aber da ist es. Warte mal, ich muss mal eben mit dem Teamviewer da rein. Oh oh. Ist heute der 30.05.? Nee, ne? Nein. Aber der 15.06. ist heute, richtig? Nein. Auch nicht. Heute ist der 18.06., wenn meine Windows-Uhr richtig funktioniert. Das ist ganz blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Ja gut. Ich will mal hoffen, dass das jetzt hier aufgenommen wird. Wir werden es sehen. So. Ja. Irgendwie bin ich gerade nicht glücklich. Also, kennst du das Gefühl? So, eigentlich ist alles okay, aber so richtig glücklich bist du nicht. Was fehlt denn? Ja, ich weiß es nicht. Das ist, ja, sonst, da musst du jetzt auch was sagen. Dann können wir vielleicht helfen. Nee, es geht ja gar nicht um Hilfe. Ich wollte einfach nur wissen, ob du das Gefühl kennst. Also, wenn du gar nicht weißt, was es ist, aber so, weißt du? Ja. Es könnte irgendwie besser sein. Ja. Ach, ich merke schon. Wir wollten eigentlich ein Rennen kommentieren. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, warte mal. Ich guck gerade mal wegen der Aufnahme hier, ja? Was? Ja, wo der das da hinspeichert. Normalerweise hat er das doch immer hier hingespeichert, ne? Ja, da ist es aber nicht. Da ist es aber nicht. Da habe ich eben schon geguckt und, ich befürchte, das wird auf C unter eigene Videos abgelegt, weil ich habe heute das, gab's ein komplett neues Update vom XSplit. Und also die Revolution der Updates stand da tatsächlich. Das ja. Heißt meistens nichts Gutes, ja? Ja, richtig. Richtig. Oh, Peter Grau, bisschen flink auf dem Gasfuß. Er beißt sich jetzt hier gerade so ein bisschen die Zähne aus am Klaus Karg. Ja.
man darf ja nicht vergessen, der Klaus gehört eigentlich einem Team an aus Dänemark. In Dänemark, jetzt, ich glaube, 3 Jahre hintereinander, die dortigen 24 Stunden gewonnen haben. Also, der ist schon wirklich ein Schneller. Wäre schön, wenn es jetzt auch weiter lief. Ah ja, okay. Ja, er findet einfach keinen richtigen Weg dran vorbei. Jetzt die Corvette, die da überrundet wurde, hat auch nicht wirklich geholfen. Wer ein bisschen abreißen lassen musste, dahinter ist Dennis Jordan. Da fehlen jetzt 4,5 Sekunden. Ich denke mal, da ist irgendwo zwischendurch mal ein kleiner Fehler passiert. Aber vielleicht ist das der Sohn von Michael Jordan. Na, das glaube ich nicht, nein. Der Enkel? Ich sehe schon. Ja, ich suche halt noch Sponsoren. Ach so, ja. Ja, vielleicht kriegst du ja hier für die ganze Mannschaft ein paar Turnschuhe oder so, ich weiß es nicht. Nein. Richtig so. Ja. Richtig durchziehen so. Ja. Ich kann den Dennis gerne mal fragen, aber ich glaube, der Verwandtheitsgrad zu Michael Jordan ist doch eher gering, ja. Um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Ich meine, wir können gerne so tun, als ob, aber. Der Name ist in den USA so selten. Also es muss, die müssen verwandt sein. Geht gar nicht anders. Ich glaube, das haut hautfarbentechnisch schon nicht ganz hin. Ja, ja, mein Gott. Ich meine, heutzutage geht ja alles, habe ich ja, mir sagen. Ja, es geht lassen, alles. Ne? Also es von daher. Alles. Seit Michael Jackson geht alles. Aber wie gesagt, ich glaube, der verwandtschaftliche Bezug ist da doch eher überschaubar. Ja, um mich vorsichtig auszudrücken. Soll das etwa heißen, der heißt eigentlich Dennis Jordan? Nein, der wird schon Jordan ausgesprochen, das ist schon richtig okay. So. Ja, okay. Ja. Naja, dann ist er auch verwandt, logisch. Ja, natürlich. Ja. Ja, er heißt ja auch Dennis R. Jordan, ja? Ah, bin einer also A. Ja, genau. Das ist die Hälfte von JR, richtig? Ja, so ungefähr. Nur, dass er keine Hüte trägt. Ja, ja genau. Und und nicht mehr ganz Junior ist. Also das J von Junior ist dann weg. Er ist schon A. Ja, das ist cool. Ach Gott, hoffentlich sind die uns oder sind die mir nicht so böse dann. Also ich meine, ich mag so Wortspielerei mit Namen. Zumal man ja weiß, dass die Leute das auch alle noch nie gehört haben. Nein, natürlich nicht. Ja, also. Die Witze sind alle neu. Ja, natürlich. Die sind ja von mir. Ja, richtig. Ja. Und ich wollte dich auch schon immer fragen, warum du keinen Punkt hinter deinem Nachnamen hast, aber. Oh Mann. Ich hatte schon immer überlegt, ob ich nicht unter Pseudonym antrete, ja? Aber ja, genau. Mir ist einfach kein passendes eingefallen, deswegen habe ich nur den Vornamen abgekürzt. Mann. Ja. Entschuldigung. Also jetzt wird's hier ist total was los auf der Strecke. Ja, geht. Also, ne, wie gesagt, das Einzige, was los ist, haben wir im Bild. Gar keine Frage, richtig. Aber der Peter traut sich einfach nicht, glaube ich. Ja, der hat doch ein bisschen Respekt, sag ich mal. Ja. Und ist ja auch okay. Also richtig cool finde ich ja Marius Bert. Der hat gar keinen Abstand zum Vordermann. Ja, der ist... ganz alleine da vorne. Der hat aber auch jetzt mal, um den Bezug wieder auf die Sache hier zu lenken, ich versuche es mal. Also der haut ja auch Rundenzeiten raus, das ist unglaublich. Der fährt durchweg 3,17er im Moment, während die Verfolger so bei 3,21 festhängen. Okay, die stören sich jetzt hier so ein bisschen gegenseitig, aber trotzdem, das ist wirklich unglaublich. Das ist mehr als unglaublich, zumal... Oh, jetzt der Peter!
jetzt hat er ihn angesetzt und durchgezogen. Und damit haben wir jetzt den Platztausch hier auf Platz 2. Ja. Und das Warten hat sich gelohnt. Wir haben das jetzt hier wirklich irgendwie stundenlang verfolgt. Aber es ist auch... Oh, warte mal, hier gibt es noch einen, der keinen Abstand zum Vordermann hat. So gar nicht? Nee, und zwar ein Mensch, der heißt Vladislav Burlaka und fährt im Auto von All-Star Racing. Habe ich da was verpasst? Sein. Kann aber auch sein, dass die jetzt gerade in der Box sind, oder? Dass nee, Abstände sich jetzt fährt... nicht... Ja, ja, das, naja, er hat 0,000, also das... Wir gucken mal. Das verwundert mich etwas. Und der steht nicht an der Box. Nö, da ist aber auch keiner um ihn rum, also der Abstand ist auch nicht ganz realistisch jetzt in dem Fall. Ich meine, gut, wenn der mit dem Auto von All-Star Racing unterwegs ist, wundert mich das gar nicht. Aber hier sind noch mehrere mit 0,00. Aber die sind wenigstens in der Box. Aber auch der Multigaming, achso, ja gut, der ist der Führende der GT-Klasse. Das kann ich dann noch eventuell nachvollziehen. Aber wenn du mal guckst, der Dennis Fuhrheim, der fährt auch 3,19er Zeiten. Das ist der zweitschnellste momentan hinter dem Threebyte-Auto. Also ich glaube, die hatten aber auch das Auto eine ganze Weile in der Box stehen. Ne? Kann das sein? Der Thomas Platzke war doch dann mal irgendwann raus aus dem Rennen. Ja, da gab es einen Zwischenfall, relativ zu Anfang. Mhm. Ja, ich hatte nur irgendwas, der Andi Schmich hatte mir irgendwas geschrieben, oh, da kommst du hier, willst fahren und dann fahren die wie die Säue. Leute, das ist ein Rennunfall, ist passiert und dass da einer mal nicht obacht, aber deswegen fahren nicht alle wie die Säue. Also da war jetzt einer, der war doof und über den können wir uns auch ärgern, aber das heißt nur nicht, dass hier alle doof sind. Das wollte ich nur mal sagen. Deswegen habe ich dem Andi den Ärger kann ich immer gut verstehen, den man dann so hat. Aber dann immer mit den Superlativen mal so ein bisschen den Ball flach halten. Den Verallgemeinerungen. Da haben wir das grüne Auto. Und nochmal herzlichen Dank an Gary für. Mein eigentlich wollte er ja gar nichts mehr machen, hat er vor 2 Jahren geschrieben. Ja, und, ich glaube, da kennen wir viele, die sowas sagen, ne? Oder? Was ist das denn für eine blöde Bemerkung? Ja, ich dachte, wir würden schon mal, ne, wenn wir mit sowas anfangen, dann können wir auch weitermachen. Ja. Ja. Und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass er, gut, jetzt wirklich viel gemacht hat, aber er hat das Logo gemacht, er hat, ja, ich glaube, er hatte noch irgendwas für Stefan gemacht, ich glaube, die mit den Team-Logos hat er auch irgendwas zu tun gehabt, ich weiß es nicht genau. Ja, also so ein bisschen ganz die Finger lassen, davon lassen kann er dann doch nicht. Und wenn wir jetzt noch die ganzen schönen bunten Bilder auf die Strecke kriegen, Teambanner und sowas, was Stefan ja alles irgendwie noch machen wollte, ich hoffe, da ist auch irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Weil so eine Standardstrecke, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Auch wenn es jetzt von den Fahrern keinen so wirklich interessiert, aber... Aber immerhin sind wir jetzt, sind das immer noch 4 Stunden 40 Minuten, das kann doch gar nicht sein. Ja, ja, doch. Also mir kommt das vor, als ob wir hier schon irgendwie 3,5 Stunden sitzen. Das mag für dich ja auch zutreffen, ich weiß ja nicht, was du vorher noch gemacht hast. Also, wenn es danach geht, sitze ich seit um 3 hier. Zwischenzeitlich nochmal einkaufen, aber ja, das ist ja irre. Gott, wie lang soll denn das 24-Stunden-Rennen dann werden? Oh, lass mal, das zieht sich ein bisschen. Ja, ne? Das dauert fast den ganzen Tag. Ja. Die, ja, das ist ja immer so, tatsächlich, wenn man anfängt, ne, der Rennstart und die erste Stunde, die vergeht ja im Flug. Das ist ja nichts. Ne? Und dann wird es so 5, 6, 7 und so gegen 7:30 oder so gegen 7. Oh, wir haben noch 21 Stunden. Und dann denkst du dir so, wow, die gehen ja nie um. Und am nächsten Morgen, so, wenn du die Nacht dann hinter dir hast, denkst du so, jetzt ist es bald vorbei, weil jetzt ist ja die Nacht vorbei. Ja,
Ja, dann sind das aber immer noch mal irgendwie 8-9 Stunden. Und das ist ganz schön heavy. Also jedes Jahr aufs Neue. Ja. Haben wir denn eventuell noch jemanden, der so blöd ist und die Nacht durchkommentiert? Nee, ne? Ja, ich meine, ich habe ja ein langes Wochenende, ne? Also wenn so. Ich die Bänder halten, ne? Ach so, du hast, ja? bist willens tatsächlich. Ich habe mir nichts vorgenommen, sagen wir es mal so. Ja, ich mir eigentlich auch nicht. Ich habe nur festgestellt, also zumindest die letzten 2 Jahre in Dänemark habe ich mich nachts tatsächlich hingelegt. Gut, da liegt es allerdings auch daran, dass da relativ, also im Gegensatz zu uns, relativ wenig Autos auf der Strecke sind. Und da du nachts dann sowieso nichts mehr erkennst, macht das, und irgendwie alle halbe Stunde mal ein Auto vorbeikommt, macht das irgendwie nicht mehr so richtig Sinn dann. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz angenehm, weil du dann früh morgens, selbst wenn du so 5-6 Stunden geschlafen hast, bist du wieder einigermaßen fit. Also ja, weil diese Zeit so früh morgens so zwischen 6 und 9, die schmerzt schon. Also finde ich schon heftig. Ja, letztes Jahr haben wir zwischendurch die Polen dann weitergemacht, über Nacht. Ich weiß gar nicht, dann haben wir morgens um 6 Uhr habe ich wieder übernommen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, so die Phase danach, die war dann echt, war dann anders irgendwie. Ja. Weil, ne, so, wie du schon sagst, so zwischen 6 und 9, dann, ich habe ja immer geguckt, dass man einen Gesprächspartner hat. Ne? Und das war ja immer was los, das muss ich ja sagen. Man hat ja immer einen zum Quatschen gehabt, das war auch super. Ja. Aber trotzdem, zwischendurch hast du dann echt vergessen, was gerade los ist, was gerade für eine Uhrzeit ist. Ne? Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich den Phil Ostaschewski letztes Jahr mit einem wunderschönen guten Abend um 8 Uhr morgens begrüßt habe. Ja, da wusste ich, okay, das könnte jetzt doch noch gefährlich werden. Ja. genau. Aber da habe ich auch gesagt, das ist halt, wenn du nur abends streamst normalerweise, ne? Und dann kommst du um 8 Uhr morgens hier hin und sagst dann wunderschönen guten Abend, ja, ne? Dann ist irgendwas falsch, aber okay. Macht ja, der das Gewohnheit. Ist richtig. Ne? Das ist wahr, ja. Klaus Kark ist ausgeschieden, sehe ich gerade. DNF. Ja, ich glaube, der hat das Auto abgestellt. Ja, ich gehe auch mal schwer davon aus, dass hier die wenigsten heute zu Ende fahren, die 6 Stunden. Wenn überhaupt genug Teams da sind, die mit 2 Fahrern dann sich austauschen können. Ja. Sind wahrscheinlich auch ein paar allein unterwegs hier heute Abend. Und wenn ich mal so in die Liste gucke, da sind auch schon wenigstens 10 Teamnamen hier in Rot aufgelistet. Also fast ein Drittel, sage ich mal, wo er aufgestellt hat, den Wagen. Oder ein gutes Viertel, wie auch immer. Mathe schwach, Religion 1. Ne? Wie auch immer, auf jeden Fall, ja. Ja, immer noch besser als Kunsterziehung. Nee, aber tatsächlich, das ist... Da machen wir uns mal gar nicht irgendwie große Hoffnung. Das hat auch gar keiner verlangt, dass die hier 6 Stunden fahren. Ich fand es erstaunlich, dass am Anfang, dass das Quali problemlos durchlief mit 49 Autos, dass wir den Rennstart mit 45 Autos problemlos hingekriegt haben. Und und ich noch nicht mal den Server neu gestartet hatte. Also ich habe ihn nur, also ich habe nicht komplett ausgemacht, ich habe nur neue Session gestartet. Weil ich mich nicht getraut habe, weil irgendeiner hat mir im Teamspeak gesagt, ja, da musst du aber auch gucken, dass das die richtige Installation und dieses und jenes und dass da nichts Altes drin ist. Und och, dachte ich, nee, komm. Aber das sieht bisher ganz gut aus. Also ich würde sagen... wenn 20 Autos noch auf der Strecke sind, hören wir auf hier zu broadcasten. Sag doch nicht zu laut, sonst fahren die alle durch. Ja, gut, dann broadcasten wir Zahl zu Ende. Ja, was genau. Kriegen wir schon irgendwie hin und wie gesagt, wir werden ja merken, wenn es irgendwo gar keinen Sinn mehr macht, aber bis jetzt sieht das doch noch ganz unterhaltsam aus hier und der ist ja so wie immer. Wir quatschen ja eh über alles Mögliche, nur nicht über das Renngeschehen. Von daher machen wir uns da überhaupt keine... OGC. Oha. OGC hat überholt. Allerdings fährt der
Nee, der fährt für MRS. Mal da mal eben hin. Warum geht das nicht? Was hast du vor? Ah! Wollte eigentlich gucken, ob wir das hier nochmal sehen. Ja, das war jetzt eine dumme Idee. Oh, Entschuldigung. So, sind wir jetzt wieder. Ja. Ich hatte gehofft, wir kriegen nochmal ein Replay, aber. Nee, der Tim Brockmeier hat jetzt irgendwie gerade überholt. Und zwar musste das dann der Christian Fiege gewesen sein von No Limit, den er da kassiert hat. Zumal der auch nur, das war, nee, aber da ist jetzt gerade was im Argen. Können wir mal auf den 20, also aus irgendwelchen Gründen, jetzt, da muss man ganz schnell drücken. Ja. Hier Problem. Zur Not, du kannst das ja auch immer über dieses Dings machen, ne? Hier, ja, ja. Browser, ja, und so. Ich bin so oldschool. Ja, weiß ich ja. Ja, nicht nur du. Ja. Ab welchem Alter geht das eigentlich los? Ich muss jetzt einfach mal direkt fragen, weil ich dieses Jahr genullt habe. Ich muss fragen, ob ich Angst kriegen muss. Bist du 20 geworden, oder was? Nee, nee. 10. Was, 10? Ach so. Ja. Dann bin ich hier. Ja, okay. Nee, aber keine Ahnung. Was geht denn los? Was meinst du denn? Ja, so das allgemeine, weiß ich nicht, geistige Umnachtung und so halt. Ne? Ja, ja, das, also das, ja, wobei, geht. Das hatte ich vorher auch schon. Das muss jetzt nicht am Alter liegen, von daher. Nee, nee, nee. Also das hält sich noch in Grenzen, glaube ich. Aber oh, so, ich sag mal so mit 48, so kurz vor der 50, also da habe ich dann schon gemerkt, dass sich da jetzt irgendwas verändert. Also letztes Jahr, also ich war irgendwie 15 Jahre, ja, 2000 war ich das letzte Mal krank. Im Jahr 2000. Und in den ganzen Jahren mal maximal meine Erkältung, nicht mal Fieber, also ne, gar nichts. So oft, wie ich im letzten Dreivierteljahr beim Arzt war, war ich die letzten 15 Jahre nicht, also wirklich, wo ich gedacht habe, sag mal, Leute, geht's noch? Also es geht gar nicht um das Gejammere oder so, dass oh, mir tut was weh oder mir geht's scheiße, sondern einfach so die Häufigkeit, die da auf einmal auftritt. Oh, das nervt. Das nervt einfach. Das ist fürchterlich. Ja. Ja, dann stell dir vor, es gibt Leute, die gehen da gerne hin. Ja, sollte ja auch geben. Ja, die habe ich alle kennengelernt. Die sitzen dann noch öfters da. Die sitzen da immer noch. Genau. Ja. Ach, nee. Ja, so ist das. Na, dann wollen wir mal gucken. Achso, habe ich schon erwähnt, dass das Siegerteam, also die beiden Siegerteams der Klassen, am Wochenende den 28., nee, 29., 30. und 31. Juli zu mir kommen und mir beim Umzug helfen dürfen. Und ich dachte, die dürfen jetzt umsonst in den Moviepark oder so. Ja? Mhm. Habe ich die Tage noch gehört, wer 4-1 auf dem Zeugnis hat, darf umsonst in den Moviepark. Aber schaffe ich nicht, habe ich schon gesagt. Geht nicht, müsst ihr ohne mich hinfahren. Bist du jetzt sicher, dass solche Weiterbildungen oder Umschulungen oder weiß ich nicht, was du da machst, da auch gemeint sind? Ja, ich würde es doch schwer hoffen, hallo? Das wäre der einzige Ansporn da mitzu... Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube auch eher, das bezog sich so auf Sekundarstufe 1 und so. Ja, so für Menschen unter 1,50 noch, die noch im Wachstum sind. Genau. Ja? Ich hoffe nur, nein, ist egal jetzt, nein. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass hier Leute mithören, die nicht unbedingt größer als 1,50 sind. Das ist natürlich nicht so gemeint, wie es klingt. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich merke schon. Ja,
Also wir haben jetzt dann doch schon einige. Three Byte. LMP-Auto ist draußen. Ja, auch schon ein Weilchen. Ja, wir kriegen das heute alles gar nicht so mit, glaube ich, aber. Nee. Wie gesagt. Ich gehe auch mal schwer davon aus, wenn nächste Woche dann richtig losgeht und so, ja, dass dann auch wieder die Teams so ein bisschen mithelfen, ja, und auch dann Wortmeldungen im Teamspeak kommen, wenn irgendwas passiert und so, ne, können wir jetzt schon mal dran appellieren, weil, wie gesagt, zum einen, wir können das, was wir sehen, können wir nicht richtig lesen, ja. Zum anderen sind die Monitore einfach nicht groß genug, um alles im Bild zu haben und ich drehe mich hier laufend von links nach rechts, damit ich irgendwie auch noch was sehe, damit man mich, trotzdem noch hören kann, sitze ich total schräg auf meinem Schemel hier, ja. Mhm. Und, aber ich gehe davon aus, dass das ähnlich gut klappen wird wie im letzten Jahr, ne? Da hat man uns auch schön gefüttert mit Infos, also wenn es dann wirklich wichtig wird, dann werdet ihr euch schon bemerkbar machen. Ja, ja, genau. Also, so wie es aussieht, hat sich jetzt auch das RPMAPS-LMP-Team verabschiedet. Mit Dean Arnold. So. Jetzt aber trotzdem nochmal. Ja, der Livestream läuft und wir haben nach wie vor zwei Zuschauer. Also ich bin da irgendwie, sag mal, das Ding ist aber nicht irgendwie auf privat gestellt, oder? Ja, wenn das so ist, das würde einiges erklären, sag ich mal. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da gucken muss, damit man es umstellt. Nee, du kannst es, wenn gar nicht. Als Übersicht. Ja, ich meine, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Information. Wie ist das eigentlich Mittwoch? Da ist auch nochmal ein Test drin, ne? Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wenn du Bock hast. Ich habe ja quasi dann schon. Also in der Woche werde ich das nicht schaffen. Ja, zum Not mache ich das dann solo oder so, weil da habe ich quasi schon Wochenende dann. Nee, ist es öffentlich, ist es nicht passwortgeschützt, es ist nicht privat. Und klicke dieses Kästchen an, wenn der Inhalt oder Titel deines Videos nicht für alle Personen geeignet ist. Da sollten wir auf jeden Fall einen Haken setzen, wenn wir nächste Woche dann anfangen. Ja, das, so eine Altersabfrage in den Livestreams wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da muss ich nicht immer auf die Uhr gucken. Ich glaube auch. Ja. Aber so schlimm fand ich es gar nicht. Ja? Nee, also, ich auch nicht. So wirklich schlimme Sachen haben wir doch hier nie gesagt. Oh. Also wenn wir Glück haben. Ja. Bei Dailymotion ist das so eingestellt, automatische Aufzeichnung. So, oder Anzahl der Besuche verbergen. Besucher verbergen. So, Jupp, Motorsport. Habe ich ja letztes Jahr schon gefragt, ob da irgendwas hintersteckt hinter dem Namen. Ja, das hoffen wir mal. Dass da irgendeine sinnvolle Abkürzung, dass das irgendeine sinnvolle Abkürzung ist. Ja, weil, also hier bei uns im Ort, da gibt es einen schönen, was heißt ein schön, ja, da gibt es ein griechisches Restaurant, ja, ich mache jetzt ungern Werbung dafür, aber da gibt es die Jupp-Schale, da muss ich mal dran denken, ja, das ist einfach ein Berg Fleisch mit Pommes oben drauf und Krautsalat. Aus Rationalisierungsgründen wird da dann alles auf einen Haufen gelegt, aber es ist mega lecker, ja, also da hätte ich jetzt Bock drauf, wenn ich Jupp Motorsport lese. Dabei habe ich heute schon gegessen. Ihr habt einen Griechen, der Jupp heißt? Ja, genau. Jupperia. Ist eigentlich eine Pizzeria und die haben irgendwann. Ich schmeiß mich weg, das kann ja nicht. Aber ich glaube. Ja, mein Gott. Ist halt wo bist hier, du in Wesel oder Viersen? Na, das ist tiefster Ruhrpott, sag ich mal. Ja? Also. Ja. Hier ticken die Uhren rückwärts, sozusagen. Nicht anders, sondern rückwärts. Na gut. Also ich habe jetzt mal die Anzahl der Zuschauer, die Anzeige habe ich jetzt mal entfernt. Das ist mir jetzt dann doch auf die Dauer zu peinlich. Es werden schon mehr als zwei sein, ja? Ich meine, ich würde ja auch mitgucken, aber ich kann ja nicht. Geht ja nicht, warum auch immer. Ja, dann machen mich aber die zwei stutzig. Ja, einmal du und einmal Thomas. Und der Louis hört ja nichts, hat er gesagt. Oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ja, richtig. Nee, der sieht nichts, genau. Er sieht nichts. Klingt auch irgendwie falsch. Naja, gut.
Ich überlege immer die ganze Zeit, worüber man so quatschen könnte, jetzt abseits vom Renngeschehen, aber ich will auch nicht so viel vorweggreifen für nächste Woche, weil es genau, ist ja auch immer genau. gefährlich. Wir müssen tatsächlich. Da wird ja bestimmt so einiges genau, aufgearbeitet, genau. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber wir können tatsächlich mal. Super, meine Freundin schreibt mir aus dem Schlafzimmer, ist WhatsApp. Ich muss mal hier was probieren. Oha. Ach so, das war ich gar nicht. Oh Gott. Na egal. Nee, du warst es nicht. Nee, ich habe jetzt kurz überlegt, wo dieses weiße Bild herkommt. Nichts gemacht so. Und auf einmal ist der Bildschirm weiß. Oh scheiße, das war aber jetzt echt eine scheiß Idee, was ich da jetzt hatte. Aber wir können ja rejoinen, ne? Ja, denke ich mal. Also, Freunde, die da jetzt, tut sich was jetzt, ne? Pass auf. Jetzt. Lutz, genau. Pass auf, da kommt was. Jetzt pass mal auf. Ja. Ich glaube, das ist jetzt hier ein. Oh, scheiße, hier geht der Stream auch nicht. Ja, und das Bild habe ich auch die ganze Zeit. Siehst du? Gibt's doch gar nicht. Deswegen, ich halte die zwei leider für realistisch. Das macht mir jetzt irgendwie. Ich mache mir jetzt auch Gedanken, Sorgen, weil ich sehe ihn. Und ja, ich ja. Mein, ich rufe ihn ja auch nur aus dem Internet ab. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, es läuft weder bei Simrace TV noch bei Dailymotion noch bei. Wie auch immer. Klappt irgendwie nicht. Ich immer nur diesen Startbildschirm. Die Seite nicht gefunden. Achso, nee, das kann man auch nicht finden. Ach Mann, oh ja, was ist denn das hier für eine Scheiße, du? Jetzt hör mir auf. Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um x Minuten. Ja. Kann nicht lange dauern. So. Nee, das ist dummes Zeug hier. Bösen einen Starimischen. Was? Starimischen, wo ist denn der? Weiß nicht, den habe ich heute noch nicht gesehen. Fährt der mit? Ah, guck an. Ja, komm, eine Sanduhr ist noch lange kein. Doch. Mann, ja, aber dann musst du ja, das doch irgendwie auch privat gestellt haben, oder nicht? Alle nachfolgenden sind. Das gibt's doch gar nicht. Wieso geht denn die Scheiße jetzt nur, wenn ich bei Dailymotion eingeloggt bin? Ah, naja gut, auf alle Fälle haben wir eine Aufzeichnung und wir haben hier viel Spaß. Ja, müssen wir uns dann noch überlegen, ob wir die rausgeben. Ja gut, das wird ja eine Einstellungssache sein. Das werden wir auch noch irgendwie rausfinden. Im Bild übrigens Blake Delaney. Ja, der fährt immer noch. Oh, Mensch, Blake. Ja. Uns Blake. Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Ja, mach mal. Ich überlege mir derweil, wie wir die Zeit überbrücken, bis der Lutz wieder da ist. Ja? Achso, das ist derzeit eine Pet-Maschine. Das dauert ein bisschen. Oh. Ja, dann müsst ihr noch länger mit mir vorlieb nehmen jetzt an der Stelle. Ja, wie gesagt, ihr merkt selber, ne, ja, oder ja, ihr merkt dann im Nachhinein, wie ernst wir die Sache hier heute Abend nehmen. Ich hoffe, nächste Woche wirkt das wahrscheinlich alles ein bisschen anders. Und was jetzt? Werde ich hier angestupst. Jetzt muss ich da mal eben gucken, wer das ist und warum und weshalb.
Ja, siehst du, Marius Berg sieht leider auch nichts. Marius, an der Stelle sei dir gesagt, später. Und da gibt es jetzt aber einen Riesenunfall. Jetzt muss ich gleich mal eben gucken, wer das war. Eine Corvette und ein Ferrari habe ich gesehen. Jetzt hoffe ich mal, dass unser Plugin hier einigermaßen funktioniert. Ich glaube, sind wir da richtig? Ich weiß es nicht. Nee, da ist es schon passiert. Ich muss jetzt einmal per Hand zurückspulen wahrscheinlich. Nee, geht auch nicht. Ja, super. Einen Moment mal. Ja, das wäre schön, wenn das einfach mal klappen würde jetzt an der Stelle. Klappt aber leider nicht. Okay, ja, wir haben gesehen, da gab es irgendwo einen Zwischenfall. Ich versuche jetzt gleich mal rauszufinden, wer das war. Und Marius Berth, ja, wie gesagt, Livestream läuft, aber ist leider nicht zu sehen. Ja. Also an der Stelle nochmal, Marius, wenn du dann jetzt an der Stelle die Replay vom Livestream dir anschaust, an der Stelle habe ich dir gesagt, warum das jetzt nicht geklappt hat. Und wir gehen an der Stelle jetzt mal wieder ein bisschen weiter nach vorne im Klassement, ja. Und zwar auf die Position. Ja, wo gehen wir denn mal hin? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wo haben wir denn hier Potenzial für einen Zweikampf? Hier, Team OGC zum Beispiel. Müsste was gehen. Da schalten wir jetzt mal hin. Daniel Lange-Hegermann da immer noch unterwegs und auf der Verfolgung von, jetzt muss ich noch mal eben gucken, und zwar auf der Verfolgung von Tim Brockmeier. Ja gut, sind noch 13 Sekunden Luft, also ganz weit in der Ferne sieht der Daniel den vielleicht, aber ist noch ein bisschen Platz zwischen. Und hochgeladen wird der Stream eventuell hinterher auch, Marius. Das überlegen wir uns noch, ja? So, während Lutz jetzt seinen Kaffee schlürft und genüsslich darauf wartet, dass der fertig wird, gucken wir einfach mal, was der Daniel hier so macht. Marius, jetzt hör auf, mich zuzuspammen hier. Jetzt haben wir aber auch schon fast 2 Stunden rum hier von diesem 6-stündigen Testrennen, ja. Und ja, wie gesagt, jetzt sind jetzt nicht mehr allzu viele Fahrer im Rennen. Da ist auch wieder der ein oder andere jetzt ausgestiegen. Wenn ich jetzt mal so rückwärts hochzähle, dann sind wir so ungefähr bei 14 Autos, die da schon abgestellt wurden. Also das Feld dünnt jetzt langsam ein bisschen aus. Die Abstände werden leider auch ein bisschen größer jetzt aktuell. Deswegen kann ich da nicht wirklich viel anbieten in Sachen Zweikämpfen. Somit das Engste haben wir jetzt quasi im Bild mit den 13 Sekunden. Wobei da jetzt auch was passieren wird, denn gehen wieder Boxenstopps an. In der GT-Klasse. Ja, also es ist ein bisschen Bewegung im Feld, aber im Großen und Ganzen passiert jetzt hier nicht viel. Vorne der Dreikampf in der LMP-Klasse ist auch ein bisschen auseinandergezogen worden. Da gab es jetzt auch diverse Fahrerwechsel, sehe ich gerade. So. Ach, da ist der Lutz. Ja. Also ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen, Max. Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen so, während der Kaffee so austropfelte, habe ich mir mal so überlegt. Wir werden jetzt, ich werde mal jetzt den Stream also unterbrechen. Es guckt ja eh keiner zu. Mhm. Und ich werde mal was probieren. Ich glaube nämlich, dass das mit dem XSplit zu tun hat. Gab eine Einstellung,
Also vorher haben wir immer händisch den Stream eingetragen. Und jetzt konnte man sich per XSplit direkt bei Dailymotion einloggen und dann hat er die verfügbaren Live-Kanäle angezeigt. Und die habe ich dann ausgewählt. Und ich gucke jetzt einfach mal in diesen XSplit und mach mal jetzt so einen Costume-RTMP-Stream und nicht den vorgegebenen, den mir Dailymotion da anbietet. Dann werde ich mal gucken, ob das dann funktioniert. Genau das machen wir jetzt. Dann minimieren wir das mal, das Ganze. Und für alle die uns jetzt trotzdem in irgendeinem, also dieser eine Zuschauer, der hier immer mal guckt, dem sei gesagt, wir kommen wieder, aber es wird ein bisschen dauern. Also so 5 Minuten, schätze ich mal. Also, bis gleich.